Der Rückblick auf die 10. B2B Nord in der Messehalle Schnelsen. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von B2B TV. Auf der B2B Nord, Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse, trafen sich Geschäftsführer, Unternehmer und Entscheider in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Zweimal jährlich trifft sich auf der B2B Nord die norddeutsche Wirtschaft, um bestehende Geschäftskontakte zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. 8 Top-Speaker informierten auf einer Hauptbühne über Vorträge wie Glücksmacher, mit Glück verkaufen oder agil und stabil. Kreativität entsteht im Spannungsfeld zwischen Veränderung und Beständigkeit. 7 Fachforen und 2 Wirtschaftsdialoge vertieften die Inhalte mit den Schwerpunkten Logistik, Personal, Gewerbeimmobilien, IT, Finanzen, Marketing und ermöglichten einen regen Ideenaustausch und Vernetzung. Kernimpuls präsentierte 3 Impulsseminare mit den Themen Ich kann auch anders, Unternehmenserfolg durch zeitgemäßen B2B-Vertrieb und Schatzkiste Unternehmen, wie sie positive Steuereffekte erzielen, von denen sie noch nichts ahnten. Die B2B ist für mich eine Kontaktbörse, bei der sich Menschen kennenlernen und Geschäfte untereinander machen. Für die norddeutsche Wirtschaft, ja, es ist eine gute Plattform, um sich auszutauschen, positive Feedbacks, wenn jemand zum Beispiel in unserer Region mal war, aufzunehmen, genauso negative. Also ein guter Austausch, gutes Netzwerken untereinander, sehr positiv. Das Wirtschaftsnavi des Nordens, weil man findet hier alles, was man sucht und man kriegt auch einen Weg geboten, um dieses Ziel zu finden. Eine tolle Plattform, auf der sich die Entscheider an einem Tag treffen. Die nächste B2B Nord findet am 19. April 2018 statt. Von 10 bis 17 Uhr haben die Besucher und Aussteller dann wieder die Möglichkeit zu netzwerken und neue Ideen auszutauschen. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-nord.de.